6 Europameistertitel, ein sensationeller Rundenrekord auf dem Nürburgring und mehrere Siege bei Langstreckenrennen in den USA. Mit Dieter Quester, Hans-Joachim Stuck, Niki Lauda, Harald Ertl und Ronny Petersen reifte der BMW 3,0 CSL zum erfolgreichen Rennwagen. München 1976. Der Künstler Frank Stella gestaltete diesen 341 km/h schnellen Boliden. Das 750 PS starke Geschoss durfte nicht nur in Le Mans an den Start, es zeigte sich auch in der Münchner Innenstadt. Die Leichtbauversion 3,0 CSL war das Basismodell der erfolgreichen Renncoupés. Die großen Sechszylinder-Coupés mit Doppelscheinwerfer waren nicht nur auf der Rennstrecke gefürchtete Gegner. Wer dieses Gesicht im Rückspiegel erkannte, machte Platz. Es war die große Bleifuß-Ära. Benzinverbrauch spielte eine untergeordnete Rolle. Leistung, Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit prägten die Stammtischgespräche. Mit den völlig neuen Modellen 2000C und 2000 CS schuf BMW 1965 die Basis für den Erfolg der großen BMW-Coupés. Wenig später, Ende 1968, stellte man den verspielt und zierlich wirkenden Vierzylindern die kraftvolleren Sechszylindermodelle zur Seite, die sich bis heute längst zu Klassikern entwickelt haben. Unser 3,0 CSL von 1971 stammt aus der historischen Sammlung der mobilen Tradition von BMW. Die Grundlage für den ersten CSL bildete der 3,0 CS mit dem 180 PS starken Vergasermotor. Damit sprintete das Leichtgewicht in nur 7,3 Sekunden von 0 auf 100 und erreichte eine Spitze von 213 Stundenkilometern. Der Stammtisch war begeistert. In einem zeitgenössischen Prospekt hieß es, Rallye-Streifen und breitere Kotflügel signalisieren die Dynamik des BMW 3,0 CSL. Hervorgehoben wurden auch die rennmäßige Optik ohne Stoßstange vorn mit schwarzer Kunststoffstoßstange hinten und 7 Zoll Leichtmetallfelgen. Der CSL wird als Spezialversion beschrieben, in der alle konstruktiven Möglichkeiten auf Leistung und Fahreigenschaften ausgerichtet sind, für den Wettbewerb und für die Straße. Zitat Ende. Niere und Doppelscheinwerfer wurden zu prägenden Stilelementen aller BMW der 70er und 80er Jahre. Eine sogenannte Sportverriegelung sicherte die Aluminiumhaube. In der Fachpresse wurden Lobeshymnen auf den BMW Reihen-Sechszylinder gesungen. Bester Sechszylinder der Welt, enorme Durchzugskraft, unerhört schwingungsarmer, seidig weicher Lauf, hieß es damals. In der zarten Linienführung des BMW Coupés erkennt man den Stil der 60er. Besonders das Heck mit seinen schmalen Rückleuchten wirkt aus heutiger Sicht fast schon zerbrechlich. Um Gewicht zu sparen, hält eine dünne Stange den leichten Aludeckel. Der Kofferraum ist für einen Sportwagen außergewöhnlich groß. Der Innenraum des CSL wurde von BMW wie folgt beschrieben. Schäl-Sportsitze geben perfekten Halt. Im Cockpit des 3,0 CSL herrscht Rennatmosphäre. Durch das griffsichere Sportlederlenkrad und die direkte Lenkung hat der Fahrer den BMW 3,0 CSL fest in der Hand. Die funktionelle Ausstattung erlaubt einen reaktionsschnellen Fahrstil. Für den Zivileinsatz wurden ein sogenanntes Städtepaket und elektrische Fensterheber angeboten. Der Ledersack mit Reißverschluss wurde an die frühen 6er BMW weitervererbt. Als Türöffner hatten damals alle BMW den typischen Revolvergriff.
Nach dem Motto weniger ist mehr wurden durch Weglassen von Dämmmaterial und Luxusaccessoires und die Verwendung von Aluminium und Plexiglas über 200 Kilogramm Gewicht eingespart. Lediglich 1165 Kilogramm brachte der erste CSL auf die Waage. Um eine Homologation in der Gruppe 2 zu erreichen, mussten 1000 Wagen verkauft werden. Doch die Nachfrage nach diesem schon anfangs weit über 30.000 Mark teuren Spezialmodell war gering. Insgesamt wurden nur 165 3,0 CSL mit dem Vergasermotor verkauft. Um die angepeilte Stückzahl zu erreichen, legte BMW nochmals nach. 1972 nahm die neu gegründete BMW Motorsport GmbH, heute BMW M, das Schicksal des 3,0 CSL in die Hand. Dem Leichtbau-Coupé wurde jetzt der 200 PS starke Einspritzmotor des 3,0 CSI eingepflanzt. Damit erreichte der CSL eine neue Spitze von 220 Stundenkilometern. Die dritte Evolutionsstufe des CSL wurde bereits im Juli 1973 nachgeschoben. Mehr Hubraum, mehr Drehmoment und 206 PS zeichneten diese Version aus. Auf Wunsch wurde ein extremes Spoiler-Paket für die Sportversion geliefert. Heute sind gepflegte Exemplare in festen Sammlerhänden und wechseln selten unter 60.000 Euro den Besitzer. Wer weniger Leistungshunger verspürt, wird auch mit einem 2,5 CS glücklich, der für rund ein Drittel des Preises gehandelt wird und dieselbe zeitlos elegante Karosserie besitzt.